Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir haben ein Wurstproblem, deswegen auch hier die Schweine in der Großaufnahme. Und darum wollen wir uns natürlich sofort kümmern. Und ich hatte mir gedacht, wir fangen damit an, indem wir eine Metzgerei hier in der Nähe der Großküche, der Bierbrauerei, und hier zwischen den Häusern hinsetzen. Hier steht auch schon eine Bäckerei. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Ich nehme hier mal den Weg weg. Setz dann. Das setzen wir so hin. Und dann, weil hier nämlich die Tür ist, kann das so gemacht werden, genau. Und dann könnte man sich hier auch dann wieder vorstellen, dass hier ein Weg lang führt. Das machen wir anders. Das machen wir so. Dann tauschen wir den auch noch. Sehr gut. Und weil ja nun nicht jeder hier die Metzgerei sehen will, ups, nehmen wir uns hier ein paar hübsche Bäume. Vielleicht ein paar große Ulmen. Wobei, wir nehmen mal raus und setzen das hin. Sehr schön. Heißt natürlich auch, wir haben zu wenig Arbeiter. Und wir können noch ein paar Bauern ausbauen, wobei. Ja, die tun es ja erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, das wird ja also wieder nochmal umgebaut. Das ist nochmal ein anderes Projekt. Und dann können wir hier nochmal schauen, dass wir die hübsch machen. Genau, das haben wir so. Dann brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr Leute, aber wir brauchen natürlich auch mehr Schwein in dem Sinne. Genau. Und die wollte ich noch hier hinten hinsetzen. Bauen also hier nochmal eine weitere Schweinezucht. Wird hier jetzt ein bisschen Schwein produziert. Könnte auch hier gegenüber noch eine kleine Häuserei hinsetzen. Ah ja, wir können das hier gleich noch schöner machen. Ja, das ist ja relativ einfach hier mit. Auf jeden Fall ein Klo. Das gute alte Klo. Darf hier nicht fehlen. Dann ziehen wir hier ein bisschen Zaun. Bisschen hin. Apfelbäume natürlich. Und noch ein bisschen Gras. Genau, sehr hübsch. Gut, das nächste Problem soll sein, dass wir noch gar nicht genug Rum herstellen. Und da hatte ich mir gedacht, wir produzieren ja hier schon Zuckerrohr hier unten. Das mit dem Holz müsste, glaube ich, reichen. Dass wir dann hier die Zuckerplantage hier oben versuchen reinzusetzen. Genau, das und die Rumweinerei dann gleich in die Stadt. Und ja, das mache ich mal eben fix.
So, das haben wir also auch gemacht und geschafft. Wir haben eine weitere Zuckerrohrplantage. Ich habe hier schon mal den Weg ein bisschen ausgeschmückt, quasi ein bisschen Gras. Ich wollte hier natürlich keinen weiteren Zaun setzen, dadurch, dass hier ja schon ein Zaun dran ist. Und dann eben einfach nur ein bisschen leichte Vegetation. Natürlich hier vorne auch und dann bis immerhin zur Brücke ran. Und wie gesagt, dadurch haben wir jetzt ja den Zuckerrohr. Dann können wir jetzt noch eine weitere Rumproduktion bauen. Und die hatte ich mir gedacht, die setze ich hier hinten hin. Wie gesagt, hier unten ist ja schon unsere, ich sag mal, naja, Nahrung, ja, Tortillas und die Küche mit den Bananen. Dann ist so eine Rumbrennerei doch gar nicht so verkehrt. Die können wir so reinsetzen. Dann kommt das wieder weg. Und dann setzen wir hier auch hier noch so einen Weg durch. Ja, zumindest bis hier. Dann passt das wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man so quasi darauf zukommt. Grenzt es das noch ein bisschen ab von den Farmen. Das lassen wir also erstmal so. Können wir noch was anderes hinsetzen, zum Beispiel eine kleine Palme und die nochmal ändern hier. Genau so rum. Und den machen wir lang. Oh, nee, falscher Knopf. So rum, nein. Machen wir so. Ich führe das quasi hier durch. Dann haben wir erstmal eine zweite Rumrennerei. Das sollte es erstmal tun. Wenn wir das hier mit allen Inseln mal vergleichen, ups, dann reicht das jetzt auch mit dem Rum. Dann sind wir wieder zurück hier. Wir haben natürlich noch keine Felle. Dann wollen wir uns um Felle kümmern. Und die haben wir bisher nur hier hinten. Und was ich mir gedacht habe, ist, dass wir Jagdgründe quasi hier oben so ein Jagdgebiet haben. Hier bei dem Wasserfall. Das lassen wir also mit Bäumen und dergleichen. Die müssten wir auch schon freigeschalten haben jetzt. Genau. Und die kosten 10. Okay, alles klar. Und mal gucken, wie ich das hier hinbekomme. Dass wir hier die Jagdgründe hinsetzen, weil ich muss ja die Stadt auch erweitern. Und ja, wie gesagt, das mache ich jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder. Also ich habe hier zwei Jagdgründe oder Jagdhütten in dem Fall hingesetzt. Jeweils ein Haus dazu, quasi wo der Jäger wohnt. Und habe dann nur hier hinten noch zwei Häuser hinzugepackt. Ich hoffe, dass das reicht. Einfach Leute, die dann eben jetzt das Stadtzentrum bilden. War natürlich ein bisschen schwer hier, ein bisschen friemelig. Dadurch, dass man hier noch eventuell Steinkohle, weil die Minen würde ich gerne schon benutzen, hat. Dass man das hier so relativ effizient hinbekommt. Ich hatte hier diese kleine Insel gesehen. Mal gucken, was man damit noch machen kann. Da könnte bestimmt auch irgendwie noch ein Gebäude drauf. Das sollte reichen, um zumindest die eine Schneiderei zu versorgen. Deswegen werden wir noch eben nochmal eine Route einrichten.
Und auf geht's. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt nämlich auch schon mal eine Charterroute. Ah, oh, die sind nicht ganz zufrieden. Natürlich nicht. Erstmal nur so hin platziert. Wie gesagt, das, ja, hat noch nichts zu sagen. Das ist nur für die Einwohnerzahl. Ach, die haben ja noch gar nichts. Okay, gut. Hier gibt es ja noch nichts weiteres, außer die Nähe zu... Das stimmt. Und setzen wir nochmal zwei Häuser hin. Vielleicht im Hafen noch eins. Genau. Ich glaube, wir müssen erst die Fische dann freischalten, damit die Häuser dann stehen bleiben. Aber wie gesagt, die können da erstmal bleiben. Und wenn wir das haben, dann bauen wir die wieder auf. So, während die Produktion anläuft, sehe ich gerade, haben wir hier noch einen Auftrag. Da sind sie. Holzverleuten, 10% Effektivität. Na. Wenn das mal nichts ist. Wir haben ja unsere Holzfäller. Ups, Entschuldigung. Wir haben zwei hier unten, eine da oben. Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, eine Handelskammer. Ja, eher nicht. Hier hätten wir 10% mehr. Wir schauen mal. Ich überlege mir was man hier machen kann. Und das soll jetzt erstmal nicht die Priorität sein. Ja, das läuft noch nicht an. Wie gesagt, da warten wir jetzt noch einen Augenblick. Und in der Zwischenzeit gehen wir wieder zurück in die neue Welt. Denn wir wollen natürlich und brauchen natürlich auch mehr Obreras. Und deswegen wollen wir mal die Stadt ein wenig erweitern. Und deswegen mal ein paar Häuser hier ausbauen. Vielleicht hier an der Ecke. Genau. Die machen wir noch eben hübsch. Lassen wir so. Genau. Und dadurch haben wir nämlich jetzt den Kaffee freigeschalten. Und Kaffee ist so eine Sache, die geht auch hier auf Manola. Und da haben wir Folgendes. Und zwar Kaffee, die Kaffeerösterei und Kaffeeplantagen. Und die Kaffeerösterei wird wahrscheinlich auch den Weg hier oben hin finden. Wir schauen uns das Gebäude mal an. Ich würde mal sagen, das ist ein relativ guter Eingang hier. Setzen erstmal hier hin, pausieren die natürlich erstmal, schauen uns das mal an und sagen hier, das ist auf jeden Fall der Eingang. Hier gibt es auch noch eine Tür. Wobei, nee. Ich hatte überlegt, hier kann nämlich noch ein Haus später hin. Und dann hier ist ja frei quasi das. Passt schon so. Dann haben wir also erstmal hier unsere Kaffeerösterei. Die von der Seite erstmal nur wichtig ist. Wie gesagt, Haupteingang. Sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich Kaffee. Und ich wollte jetzt nicht Kaffee hier noch dazwischen klemmen. Deswegen wollte ich eigentlich hier rüber gehen. Hier hatten wir schon ein Lagerhaus und unsere erste Lehmgrube gebaut. Dass wir sagen, wir bauen hier Kaffeeplantagen hin, quasi zwischen und um die Lehmvorkommen. Und ja, mal gucken, was ich da hingezaubert bekomme.
So, da haben wir also die zwei Kaffeeplantagen hingesetzt. Ich habe hier auch schon mal die Lehmgrube miteinander verbunden. Wird natürlich jetzt derzeit noch nicht bearbeitet. Aber da weiß ich immerhin schon mal, wo oder wie der Weg dahin führen soll. Wir haben natürlich hier neue Ornamente freigeschalten. Und einige davon habe ich jetzt, also einige. Ich habe erstmal hier nur das Bewässerungsloch hier benutzt. Hier so an der Ecke. Kleiner Wegweiser. Und das sollte es erstmal tun mit Kaffee. Gehen wir hier zurück und schalten hier die Produktion an. Brauchen natürlich ein paar mehr Leute jetzt. Und um die Stadt auszuweiten, wie gesagt, dieses Gebäude, die Poncho-Weberei wollte ich ja auch noch in die Stadt mit integrieren. Werden wir auf jeden Fall noch ein paar Häuschen dazu bauen. Wir können erstmal schauen, während hier Kaffeeproduktion anläuft, was die Leute hier von uns wollen. Dames. Wartungskosten, Brandgefahr gesenkt. War das für Produktion oder für Produktionsgebäude? Okay. Also wahrscheinlich dann eher eine Handelskammer. Ich weiß denn hier oben. Hier ist doch noch. Hier sieht das gut aus. Hinter dem Lagerhaus, genau. Frage ist nur, wie rum. Das scheint der Eingang zu sein. Wir können ja so machen, dass man das sieht, quasi von dem. Gucken hier, das, genau. Machen hier mal eine Handelskammer hin und sagen dann, jo, wir setzen hier Brandschutzplakate ein. Dann haben wir hier hinten den Weg raus. So. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, hier ist ja auch noch die Tür. Das machen wir mal so. Und dann setzen wir hier auch den Weg noch mal ran. So, das ist quasi dann der Weg, der zur Handelskammer führt. So, wie gesagt, wir brauchen ein paar mehr Leute und die kommen dann jetzt eben hier dazu. Also, ich werde wohl jetzt mal hier die Stadt erweitern. Wir haben also jetzt unsere Stadt erweitert und ich habe auch schon ein paar Ornamente hinzugefügt. Zum Beispiel jetzt haben wir endlich einen Nachrichtenstand oder wo Leute sich hinsetzen können und einen kleinen Springbrunnen sowie ein Denkmal nahe der Kirche. Und ich glaube schon, dass das auch reicht jetzt hier mit dem Kaffee. Genau, sehr schön. Wir haben dadurch jetzt mehr Leute, die hier eingezogen sind. Genau. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein. Und am nächsten Mal kümmern wir uns dann um ein paar mehr Handwerker. Wir wollen natürlich hier die Stadt erweitern. Es fehlen ja noch ein paar Sachen. Also hier so Melonen zum Beispiel, das könnte auch noch ganz interessant werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, reingauen und ciao, ciao.